Leonardo Cenoni, Match gestern, Match heute gegen Biel. Zweimal einen, wo relativ wenig Schüsse kommen, gleich relativ viel Goal fallen. Wie schwierig ist das für einen Goalie? So ein wildes Spiel. Ja gut, ich glaube nicht mal wegen der Anzahl Schüsse, sondern wirklich die Qualität der Chancen. Wenn gestern schon eigentlich zu viele, sage ich mal, gute oder gefährliche Chancen zugelassen. Heute vielleicht ein weniger, aber gleich drei Goale bekommen schon. Es ist viel, ja. Aber ich glaube, wir müssen es positiv sehen. Wir nehmen die drei Punkte. Wir nehmen den Punkt von gestern und schauen weiter. Die drei Punkte von heute, der Punkt von gestern, gibt in der Summe genug Punkte, um die Tabellenführung zu übernehmen. Wie wichtig ist euch das in diesem Moment? Ja, ich habe es nicht mal gewusst, aber es sagt mir in dem Fall, dass Genf verloren hat. Also es spielt eigentlich keine Rolle für uns, weil es ist eine Gruppe vorne und wir wollen immer Punkte und vor allem auch immer gewinnen. Also von dem her ist es eigentlich das Ziel, dass wir gewinnen und nicht irgendwie auf die Tabellen schauen.